Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder drei Abzocker mitgebracht. Mit verschiedenen Methoden, mir das Geld aus der Tasche zu leiern, nur keiner hat damit Erfolg. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei Versuchen. Hallo, schönen guten Tag. Sprechen mit hier Ricardo, ja? Das ist mein Vorname. Ja, hier Lukas Schmidt ist am Telefon. Ich rufe Sie von der Handelszentrum an, wo Sie gerade ein Konto eröffnet haben. Also Sie sind bei unserer Zeit registriert. Ja, ist ja entzückend. Ja, ich grüße Sie sein. Bitte? Ist ja entzückend. Ja, mein Job ist, Herr Ricardo, Ihnen dabei zu helfen, um Ihr Handelskonto vollständig zu aktivieren. Ja, es fehlt bei Ihnen nur die entsprechende Lizenznummer. Ansonsten haben Sie ein erfolgreiches Konto eröffnet. Ja, lass es mich wissen, also wie weit sind Sie bei unserem Website? Na, scheinbar fertig, wenn jetzt nur noch eine Lizenznummer fehlt. Ja, nee, also Sie haben richtig Ihren Name, Nachname und so allgemeine Info von Ihrer Seite angegeben, damit Sie ein erfolgreiches Konto eröffnet haben, ja. Aber der Prozess, Eingang zu so Lizenz, Sie benötigen auf jeden Fall von uns die entsprechende Lizenznummer. Aus diesem Grund habe ich mich gemeldet. Verstehen Sie? Schön. Und soweit Sie es wissen, das Einstiegskapital von 250 Euro beträgt. Sie benötigen das Geld auf jeden Fall auf der Trade-Plattform, nachdem der Lizenznummer generiert wird. Wie wollten Sie denn das Geld einzuzahlen? Also Zahlungsmöglichkeiten besitzen Sie denn? Was ist denn das für eine Lizenznummer? Bitte? Ja, was meinen Sie denn für eine Lizenznummer? Also zum Beispiel, Sie haben jetzt eine Konto eröffnet, wo kann man online handeln, ja, mit verschiedenen Sachen, mit Bitcoin oder so allgemein Coin, Aktien und so weiter. Wenn Sie dieses Programm benutzt haben und irgendwelche Summe gewonnen haben, ja, und haben Sie auf dem Konto, Sie benötigen die Lizenznummer auf deutscher Börse legal handeln. Verstehen Sie? Ohne diese Lizenznummer ist es schwer, letztendlich auf Ihre Gewinne Geld zugreifen und abheben. Und mit der Lizenznummer. Wer hat Ihnen denn die Geschichte vorgelegt? Bitte? Wer hat denn Ihnen die Geschichte sich ausgedacht? Ja, also hier wird's wirklich haaresträubend. Der Typ, der versucht mir hier zu erklären, dass ich eine Lizenznummer benötige, um mein Geld von meinem Konto abzuheben, denn sonst wird das Ganze schwer. Bitte wie? Also, ich weiß nicht, in welchen Film er da gerade schiebt, aber, naja, die Handelsplattformen müssen Lizenzen besitzen, damit man, ja, damit die legal unterwegs sind. Und nicht die Kunden müssen irgendwelche Lizenznummern besitzen, damit sie handeln dürfen. Also den Quatsch, also weiß ich wirklich nicht, wer sich den ausgedacht hat, aber scheinbar scheint ja der Kram zu funktionieren. Ja, ja, also ohne die Lizenznummer geht das leider nicht, aber Sie zahlen für die Lizenznummer gar keine Cent ein. Sie zahlen nur dafür das Geld ein, dass Sie 250 Euro auf Ihrer Trade-Plattform benötigen, ja? Aha. Also, Herr Ricardo, also, wollten Sie einfach das Produkt ausprobieren, ja? Sie haben vielleicht gelesen, dass Sie 250 Euro auf Ihre Trade-Balance benötigen, weil ohne Geld, das ist unmöglich, Ihre erste Session anfangen, weil Sie mit dem Geld irgendwelche Produkte aus dem Markt kaufen würden, ja? Und wir helfen Ihnen dabei, jeden Tag an der Finanzmarkt zu beschäftigen. Also Sie kaufen jetzt irgendwelche Produkte und wir sind dafür zuständig, dass Sie jeden Tag mindestens 30 Euro mit 250 Euro verdienen. Das ist ja eine entzückende Geschichte. Ja, also so sieht alles aus. Und wenn Sie Visa oder Mastercard besitzen, ich würde Ihnen sofort helfen, dass Sie 250 Euro auf Ihr Trade-Konto erhalten. Mhm. Ja. Haben Sie vielleicht irgendwelche Fragen, Herr Exquisita? Bitte? Ich überlege noch.
Aber warum? Also Sie haben jetzt alles in der Hand. Also Sie können jetzt sofort Ihr Handelskonto aktivieren. Momentan Ihre Daten bei der Blockchain-System steht ganz offen. Das heißt, dass die Daten ungesichert ist. Sie benötigen auch in dem Fall Ihre Lizenznummer, damit das Ganze abgeschlossen wird. Und sobald Sie es gemacht haben, bekommen Sie in unserer Unternehmer eine persönliche Finanzberater, der für Ihr Konto und Ihre Kapital verantwortlich ist. Also Sie können schon alles ab heute anfangen. Also warum sollen Sie das Ganze verschieben? Also es ist kein gefährliches oder irgendwas. Also es ist keine gefährliche oder irgendwas. Super Begründung, die der sich hier ausdenkt. Also ich weiß es wirklich nicht. Das ist wirklich absolut krass. Vor allem erzählt er mir hier, meine Daten stehen in der Blockchain ganz oben. Ja und? Also in der Blockchain. Und das sagt eigentlich schon das Wort, dass meine Daten dann ja eigentlich unsichtbar wären und nicht mehr zurückverfolgbar. Oh Mann, also weiß ich nicht. Der reimt sich hier wirklich aus irgendwelchen Wortbrocken was zusammen, was aber vorn und hinten überhaupt nichts mit dem ganzen Thema zu tun hat. Also, das ist wirklich haaresträubend, was die sich hier einfallen lassen. Das hat wirklich nicht mal Hand und Fuß. Und dann erzählt er mir hier, das ist alles nicht gefährlich. Und na, natürlich ist das gefährlich, weil die haben es auf meine Kohle abgesehen. Und wenn ich das tue, was er da sagt, dann ist meine Kohle weg. Ja. Was für Kreditkarten haben Sie hier, Ricardo? Visa oder Mastercard? Welche Kreditkartenbesitzer sind Sie? Ja. Habe ich. Bitte? Ja, welche Kreditkarte haben Sie? Na, das, was Sie gesagt haben. Ja, aber welche? Visa oder Mastercard? Ja. Ja, Ricardo, besitzen Sie Visa-Karte oder Mastercard? Welche Kreditkarte haben Sie? Das ist meine Frage. Na, das, was Sie gesagt haben. Sie haben das nicht gesagt. Nee, aber Sie. Ja, Ricardo, Sie sprechen wirklich undeutlich. Also, wollten Sie unser Produkt ausprobieren oder nicht? Also. Ich spreche wirklich undeutlich. Aha. Also ich weiß nicht, ob der sich mal selbst gehört hat über sein komisches Dosentelefon aus dem letzten Jahrtausend. Um Gottes Willen. Naja, also wenn die Betrüger sein wollen, dann lassen wir es auf jeden Fall mal weitermachen. Weil ich hoffe, so zahlt da keiner ein. Ich verliere jetzt meine Zeit, wenn wir jetzt telefonieren. Also ganz umso. Ja, Ricardo, bitte teilen Sie mir Ihre Entscheidung mit. Wollten Sie unser Produkt haben oder nicht? Welches? Okay, wir scheinen, Sie haben kein Interesse. Tschüss. Aha, so machen Sie also Kundenservice. Bitte? So machen Sie also Kundenservice. Sehr interessant. Macht das Spaß da? Oder nicht so? Ich denke, Sie rufen mich von einem sehr unseriösen Unternehmen an. Sie haben vergessen aufzulegen. Ganz genau. Er verliert seine Zeit, wenn er mich doch anruft. Also er wollte doch was von mir. Also da muss er sich doch auch meiner Meinung nach Zeit nehmen. So würde Kundenservice in meinen Augen funktionieren. Naja, aber wie ihr alle wisst, darum geht's definitiv nicht. Also hier würde ich ganz, ganz weit meine Hände von lassen. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo? Ja. Herr Center? Hallo, Herr Center, guten Tag. Ich höre Sie mich? Ja. Thomas Gurke ist mein Name, bitte. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Wissen Sie, worüber es geht, ja? Nö, Sie haben ja Ihren Firmennamen nicht gesagt. Online-Handelsplattform ist ja kein Firmenname. Also, mein Name ist bitte Thomas Burke, ich melde mich von Online-Trading-Plattform von sextraders.com. Das geht Crypto-Trading, ja? Ja, genau, so stellt man sich zum Beispiel vor. Ja, genau. Genau. Haben Sie Erfahrung im Center, oder ist Neues für Sie? Ja. Bitte? Ja. Also, Erfahrung haben Sie? Ja, wenn Sie das möchten, dann ja. Also ich möchte gar nichts, bitte. Ich habe gefragt, ob Sie haben.
Was habe ich denn? Erfahrung. Natürlich. Okay, wissen Sie, wie läuft es und funktioniert? Was denn? Bitte? Was denn? Bitte? Danke. Bitte? Danke. Verstehen Sie mich? Ja. Können Sie überlegen, was ich meine, was ich sage? Wie meinen Sie das? Bitte? Danke. Möchten Sie jetzt weiter sprechen mit mir oder nein? Je nachdem, wie Sie das möchten. Also, das Gespräch, das ergibt ja jetzt hier schon überhaupt gar keinen Sinn mehr. Bitte, danke, wenn Sie möchten und so weiter. Also was ist eigentlich der Grund seines Anrufs? Der stellt sich nicht mal vernünftig mit seiner Firma vor, hat irgendwie einen komischen Namen, den man, weiß ich nicht, der sich auf jeden Fall auch nicht echt anhört. Naja, aber was will man noch erwarten? Die sind ja auch nicht echt, die Namen. Ja, und weiß ich nicht. Dann dreht man sich hier im Kreis, schon gleich zu Beginn des Gesprächs. So stellt man sich natürlich grundsätzlich immer ein seriöses Beratungsgespräch vor. Also Sie können alles machen, was ich möchte, ja? Ich richte mich da ganz nach Ihnen. Möchten Sie alles machen, was ich möchte? Wie meinen Sie das? Was ich Ihnen sage. Können Sie alles machen? Na, was denn? Also alles meine ich. Alles heißt alles. Nö. Können Sie? Mhm. Oder? Weiß ich nicht. Oder wer weiß das? Der Förster. Bitte? Der Förster. Wer? Wie viel Euro möchten Sie investieren? Wie viel Euro ich investieren möchte? Ich nehme erstmal 50. Wie viel? 50. 50 Euro? Mhm. Okay, welche Zahlungsmodalität ist lieber für Sie? Haben Sie Visa, Master, PayPal oder Online-Banking? Was nehmen wir da am besten? Bitte? Was nehme ich denn da am besten? Welche Methode? Karte, wie... Also ich kann euch auf jeden Fall jetzt versprechen schon, dass das Gespräch gleich so richtig einen krassen Verlauf nehmen wird, wie man sie Ihnen nicht vorstellen kann. Das Gespräch driftet gerade völlig in eine Richtung ab, wo ich mich, versuche an den netten Mitarbeiter anzupassen, der eigentlich selber nur noch Blödsinn erzählt. Und naja, das gebe ich ihm zurück. Jede meiner Antworten macht überhaupt keinen Sinn. Aber das Phänomenale an der Geschichte ist, der bleibt hier eisern am Telefon. Ja, schwierige Entscheidung. PayPal haben Sie? Mhm. Okay, können Sie es überlegen? Ich rufe Sie an in 3 Monaten, ja? Nach 3 Monaten melde ich mich, okay? Nee. Bestimmt, in 3 Monaten können Sie sich entscheiden, ja? Nee. Alles klar. Schönen Tag noch. Betrüger. Nicht vergessen, ja? Abzocker. In 3 Monate sollen wir telefonieren. Ja, Krimineller. Alles super, Herr Center. Okay, nicht vergessen. In gleicher Zeit, um gleiche Uhrzeit melde ich mich, ja? Nee. Okay, es wird also in 3 Monate, letzte Dienstag, okay? Können wir dann da auch zusammen ein Klatschespiel machen? Okay. Schönen Tag noch, mit, ja? Mit Murmeln. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihre Mitarbeit, ja? Ja, wollen wir uns einen Snickers sind teilen? Sie sind die beste Menschen in ganzer Welt. Wollen wir uns einen Snickers teilen? Habe. Ja? Oder einen Bounty? Okay. Ja? Ich freue mich, dass Sie wie macht man mit das so? Ich habe gerade... Ja? Soll ich dir was Schönes Sie erzählen? Soll ich dir was Schönes erzählen, Onkel? Diese Schöne können Sie für Sie lassen, ja? Was Sie für mich haben, ja? Ja, soll ich dir was Schönes erzählen? Ja, das können Sie immer in Ihrer Familie erzählen, ja? Ich habe gerade... Jemand habe ich gefunden, Sie ja. Familie. Ich habe gerade eine Plastikdose gefunden beim Aldi, die lag da einfach. Und dann habe ich da reingepupst und die schnell zugemacht. Sehr schön.
Sie sind die beste Mensch, ja, so wie gesagt. Jetzt und in 3 Monaten melde ich mich, ja. Und was alles ist da klar. In 3 Monaten? Gibt es denn auch in 3 Monaten was vom Haribo Goldbeeren? Nein, Sie sollen überlegen, womit können Sie investieren, ja, mit Karte, mit PayPal oder mit Online-Banking, ja. Okay, ich gebe Ihnen 3 Monate und kann man das dann auch mit dem Hubschrauber machen, ja? Oder muss man das anders machen? Ich glaube, 3 Monate ist genug Zeit für Sie. Nee, da kann ich ja nicht. Brauchen Sie mir auch noch einen Monat dazu? Nee, da esse ich doch einen Snickers. Und dann in halbe Jahre melde ich mich, oder? Das weiß ich nicht, vielleicht doch morgen oder gestern. Also, Sie können nicht über so entschieden, womit möchten Sie investieren. Deswegen gebe ich Ihnen 3 Monate. Ich möchte gerne ein Glücksbärchen sein. Ein Glücksbärchen. Also, haben Sie PayPal oder nein? Ich habe einfach eine Frage gefragt, also eine... Ja, und ich habe doch auch eine einfache Antwort gegeben da drauf. Haben Sie PayPal oder nein? Ich habe nur gefragt, ja oder nein? Na, zum 536. Mal. Ja. Haben Sie PayPal oder nein? Reichte die Antwort gerade von eben nicht? Nein, also ich habe gefragt, ob Sie PayPal haben. Okay, dann stimmt was mit Ihrer Intelligenz nicht so ganz. Das glaube ich irgendwas. PayPal haben Sie oder nein? Na, das habe ich Ihnen doch jetzt schon bereits mehrfach beantwortet, diese Frage. Aha. Ja, und die Antwort, die war auf jeden Fall positiv. Welchen Tag haben wir nach 3 Monaten? Nach 3 Monaten haben wir den 12. Tag. Welches Tag? Da ist der Tag, an dem das Snickers verschwand. Aha, also wann soll ich Sie anrufen? Also in 3 Monaten oder in halbem Jahr? Ne, gestern. Vorgestern, oder? Vorgestern soll ich Sie anrufen. Ja. Okay, dann melde ich mich vorgestern. Wollen wir uns dann ein Snickers teilen? Ja? Okay, alles klar. Sehr gut, ja? Ich bedanke mich. Schönen Tag noch, ja? Und was machen wir heute noch so schön? Und nach schöne Wochenende, ja? Aber wollten Sie nicht von mir Geld ergaunern? Schönen Tag. Soll ich nichts mehr überweisen? Tschüss. Warum denn? Tja, Leute, da müsst ihr mir jetzt mal in den Kommentaren helfen. Gibt es hierfür noch irgendeine logische Begründung, warum der am Telefon geblieben ist und nicht gleich von Anfang an das Gespräch nett beendet hat? Ich meine, er ist ja nett geblieben, ne? Das muss man ihm ja hier mal lassen. Das ist ja, was die Betrüger angeht, relativ selten, dass die so nett am Telefon sind und nicht gleich ausfallend werden, nur weil jemand vielleicht ein bisschen zurückgeblieben ist am Telefon, den sie da gerade angerufen haben. Oder was auch immer mit dem Typen da gerade an der anderen Seite der Leitung los ist. Auf jeden Fall entbehrt das absolut jeder Logik, was hier schon wieder passiert ist. Aber gut, wer Logik auf diesem Kanal sucht, weit gefehlt. Hier findet ihr nur lauter Scammer, die versuchen, uns Geld abzuziehen. Und manchmal sind die Betrüger ja auch noch so skrupellos, dass es ja wirklich gnadenlos bis zum Ende versuchen durchzuziehen. Bei dem hier, ich meine, er hat ja irgendwann mal mitbekommen, dass der Kunde auf der anderen Seite der Leitung nicht alle Latten am Zaun haben muss. Aber er hat es trotzdem dann nochmal versucht, dem Kunden auch Geld zu ergaunern. Nur als er dann festgestellt hat, dass es wirklich keine Kohle gibt und der Kunde einfach viel zu blöd ist. An dieser Stelle hat er dann auch aufgegeben. Aber er hat es dann natürlich nochmal im zweiten Teil, wo ich so richtig Gas gegeben habe, echt nochmal probiert. Ist auch skrupellos letztendlich. Aber immerhin ist er nett geblieben. Das haben wir ja nicht so oft hier. Aber ich habe euch heute noch ein Gespräch mitgebracht. Viel besser wird's auch nicht. Hallo, guten Tag. Schönen Johann guten Kapell, Tag. Am Apparat. Ich spreche mit... Hallo, hören Sie mich? Ich höre Sie. Ich möchte mit Herr Louis sprechen. Das ist mein Vorname. Mit wem möchten Sie sprechen? Louis Hausmeister. Ja. Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbehörde. Wann denn? Von Europäischer Finanzbehörde bekommen Sie einen Anruf. Sie haben Interesse. Wann bekomme ich denn den Anruf? Wie bitte? Wann bekomme ich denn den Anruf? Von Europäischer Finanzbörse.
Wann denn? Sie haben Interesse gezeigt. Ja, wann bekomme ich denn den Anruf? Jetzt gerade, Sie bekommen den Anruf. Ach so, Sie sind das. Warum sprechen Sie dann von sich in der dritten Person? Also ich habe gesagt, dass jetzt gerade Sie bekommen einen Anruf von europäischer Finanzbörse. Mhm. Okay. Ich habe Interesse gezeigt und meine Arbeit ist Ihnen dabei helfen, die richtigen Informationen zu geben. Okay. Okay. Sagen Sie bitte mir, was für ein Interesse haben Sie auf der Finanzbörse? Was wollen Sie noch machen? Ich dachte, Sie geben mir jetzt Informationen. Jetzt möchten Sie doch welche von mir. Am Anfang, ich muss wissen, also wollen Sie nur Informationen haben, dann sind Sie bitte in der Information und wollen Sie Ihre Handelskonten aktivieren. Das Erste. Erste, das bedeutet, Sie brauchen auch Informationen zu wissen am Anfang. Das ist korrekt. Sagen Sie bitte mir, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist alles neu für Sie? So funktioniert das nicht. Wie bitte? Sie wollten doch Informationen geben. Nun stellen Sie Fragen. Das entspricht nicht dem, was Sie vorhatten, zu tun. Am Anfang, ich muss wissen, also was für eine Information haben Sie schon, ja? Und damit ich will Ihnen alle weiteren Informationen geben. Ohne das, also wie kann ich wissen, was Sie wissen und was Sie wollten wissen, ja? Also, das ist ganz einfach zu beantworten, denn ich habe keine Informationen. Dann stellen Sie ich suche aktuell noch Informationen. Ich höre Ihre Stimme sehr schlecht. Warum? Können Sie das nochmal sagen? Ich weiß nicht, also wahrscheinlich Verbindung ist schlecht oder mit Ihrem Mikrofon. Mein Mikrofon ist sehr gut. Also, okay. Aber ich danke für die Anschuldigung. Wie bitte? Ich bedanke mich für Ihre Anschuldigung. Okay, aber ich denke, Ihre Mikrofon arbeitet nicht so gut. Ist das normales Handy-Mikrofon oder das andere? Das ist das Mikrofon von meinem Telekommunikationsendgerät. Okay. Wie gesagt, also mit den Kommunikation zu haben ist sehr schwer. Ich höre Ihre sehr schlecht. Ich versuche es später, okay? Nein. Okay, damit beenden wir. Warum? Deswegen höre ich Ihre Stimme sehr schlecht. Ich habe das schon gesagt. Das ist aber komisch. Andere Menschen verstehen mich am Telefon sehr gut. Okay, normalerweise, also, ich verstehe auch andere Menschen ganz gut. Nur mit Ihnen ist es ein Problem. Das zweifle ich an. Aber ich wünsche Ihnen auf keinen Fall einen guten Tag, da Sie zu den Betrügern gehören. Na, spätestens bei dem Wort Betrüger ist man sie dann los. Man kennt es ja nicht anders. Tja. Der hat sich auf jeden Fall keine Mühe gegeben. Ich weiß es nicht, woran es jetzt hier gelegen hat. Vielleicht war ich ihm von Anfang an zu langweilig oder zu skeptisch oder keine Ahnung. Naja, zumindest hat er keinen Bock mehr gehabt. Und das war's denn mit ihm. Naja. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit den Videos oder mit den Anrufen hier in diesem Video. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Denkt dran, informiert alle Menschen in eurer Umgebung, dass es solche Maschen gibt und natürlich auch andere Maschen, wie auch in den Infovideos immer mal wieder zu hören ist. Da kommen ja immer mal neue Geschichten zum Vorschein. Ja, wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.